Das Wort erhält nun der Kollege Karl Schieberling für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war mal wieder ein Lehrstück aus der Küche der Linken. Das kenne ich seit 2005. Frau Kipping, das muss ich Ihnen sagen, seitdem bleiben Sie sich treu, aber ich bleibe mir auch treu. Was ich Ihnen schon 2006 gesagt habe, sage ich Ihnen heute auch. SGB II ist ein lernendes System. Das merken Sie daran, dass wir schon das 9. Änderungsgesetz machen. SGB II ist kein starres System. 90.000 Menschen gehen jeden Monat für Monat aus der Grundsicherung raus. Das heißt, wir haben es nicht mit einem monolithischen Block zu tun, sondern mit Entwicklungen. Und Hartz IV setzt auf Fordern und Fördern. Ja, das ist richtig. Aber Hartz IV hat auch seine Grenzen, das will ich auch gerne zugestehen, weil wir den Anspruch in diesem Gesetz haben, jedem Einzelnen gerecht zu werden. Und die Lebenssituation der Menschen sind höchst unterschiedlich und deswegen führen viele Dinge auch zu meinem Leidwesen zu klagen. Das Gesetz, was wir heute auf den Tisch legen, ist abgestimmt zwischen 16 Bundesländern und der Bundesregierung. Unter anderem auch die Bundesländer, an denen Sie mitregieren. Und deswegen wundere ich mich sehr, in welcher Form Sie jetzt hier auftreten und sagen, das sei alles nur eine Geschichte der Bundesarbeitsministerin. Es ist das Ergebnis der Bund-Länder-Gespräche und deswegen liegt es hier. Und ich kann nur hoffen und gehe auch davon aus, dass über die Länder die Praxis der örtlichen Situation der Agenturen und der Jobcenter hier in dieses Gesetz eingeflossen ist. Meine Damen und Herren, Kollege Schieberling, darf die Kollegin Kipping dazu eine Zwischenbemerkung machen? Von mir aus ja, eine. Ja, werter Kollege Schieberling, Sie haben hier den Eindruck erweckt, dass auch die Bundesländer, wo die Linke mit in der Regierung ist, Thüringen und Brandenburg, diesen Gesetzentwurf so mittragen würden. Und vor diesem Hintergrund frage ich, ist Ihnen bekannt, dass im Bundesrat, dem Fachgremium für Soziales, es genau diese beiden Bundesländer waren, die deutliche Veränderungen eingefordert haben, sowohl eine generelle Abschaffung der Sanktionen wie zumindest die Abmilderung einzunehmen und dass Sie insofern, weil das eben in Ihrem Gesetz unterbleibt, schon das vorliegende Gesetz so nicht mitteilen und zu verantworten haben. Frau Kollegin Kipping, ist Ihnen bekannt, dass auch die Bundesländer am Endeffekt diesen Vereinbarungen mit ihren Stimmen zugestimmt haben? Sonst könnte es nicht mit 15:0 vorgelegt werden. Es kann ja sein, dass bei der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister andere Positionen sind, aber hinterher ist abgestimmt worden bei denjenigen, die es bei den Ländern zu sagen haben, und das ist das Ergebnis des Abstimmungsprozesses. Meine Damen und Herren, das vorliegende 9. SGB II Änderungsgesetz beinhaltet viele Regelungen, und von denen wir hoffen, dass sie sich jetzt entsprechend auch positiv auswirken. Es findet in einer Zeit statt, in der wir einen hohen Aufwuchs an Beschäftigung haben, 675.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse seit letztem Jahr, etwa 800.000 offene Stellen, also in einem Arbeitsmarktumfeld, das günstiger für die Unterbringung im Arbeitsmarkt eigentlich nicht sein kann. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn wir uns mit diesem Gesetz jetzt auf die Personengruppen konzentrieren, die eben auch Probleme haben, am ersten Arbeitsmarkt unterzukommen oder wieder in Beschäftigung zu kommen. Und dem dienen auch die Rechtsvereinfachungen, um letztlich den Einzelnen dort auch tatsächlich in den Ämtern und innerhalb der Ämter helfen zu können. Aber ich sage auch sehr deutlich, es gibt Zielgruppen, da tun wir uns sehr schwer, sie überhaupt zu erreichen. Eine Diskussion, die wir seit Längerem im Deutschen Bundestag führen, zumindest so lange, wie ich dabei bin. Und es geht um die Zielgruppe der jungen Menschen, die durch nahezu alle sozialen Raster fallen. Es sind junge Menschen, die weder erreicht werden von ihrer Familie, weil ihre Herkunftsfamilie von ihrer Familie davor schon nicht mehr erreicht worden sind. Sie werden nicht erreicht von der Schule, sie werden nicht erreicht von der Agentur für Arbeit, sie werden nicht erreicht von den Sozialämtern. Sie sind sozusagen junge Menschen, die in unserer Gesellschaft leben und die dann erst in der Öffentlichkeit bekannt werden, wenn die Problemlage drängend wird. So drängend, dass Polizei und Staatsanwaltschaft da sind oder dass das 15-jährige Mädchen
vor der Niederkunft steht, ein Kind erwartet und wissen will, wo es hin kann. Diese Situation erleben wir in einer Reihe von Einrichtungen, die dort sich um diese Jugendlichen und diese jungen Menschen kümmern. Und die sorgen dafür, dass die vielfältigen Lebenssituationen, die hinterlegt sind, auch mit unterschiedlichen Sozialgesetzen, dass diese Lebenssituationen aufgegriffen werden und dem jungen Menschen auch tatsächlich helfen zu können. Da geht es dann um das Kinder- und Jugendhilfegesetz, um das SGB VIII. Es geht um das SGB III, um die aktive Arbeitsmarktförderung. Es geht um die Grundsicherung. Es geht um das Bildungs- und Teilhabepaket. Es geht um die Sozialhilfe. Und es geht nicht zuletzt im SGB V um die Fragen der psychischen Belastungen und der psychischen Hilfen. Diese Hilfen erreichen, die dringend notwendig werden, erreichen diese Zielgruppen nicht, weil sie kaum irgendwo aufgreifen. Und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es uns mit diesem Gesetzgebungsverfahren gelungen ist, einen neuen Paragraph 16h ins zweite Sozialgesetzbuch unterzubringen, das genau die Möglichkeit eröffnet, an den Schnittstellen, wo jeweils der andere sagt, er ist ja eigentlich dafür zuständig oder jemand anders ist zuständig, diese Schnittstellen zu überwinden und diesen jungen Menschen Hilfen aus einer Hand geben zu können. Meine Damen und Herren, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass dieses Anliegen in unserer Fraktion eine große Unterstützung erfahren hat durch unseren Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass dieses Anliegen eine persönliche Unterstützung bekommen hat durch die Bundeskanzlerin selbst, die in der Karwoche, also in der Woche vor Ostern, eine solche Einrichtung besucht hat und von Anfang an das Anliegen persönlich sehr unterstützt hat. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass die Bundesarbeitsministerin und das Bundesarbeitsministerium dieses Anliegen mitsieht und mitträgt und möchte an dieser Stelle auch insbesondere neben der Bundesarbeitsministerin und der Fachabteilung der Staatssekretärin Lösekruch-Möller für ihre Unterstützung sehr herzlich danken. Meine Damen und Herren, mit diesem Akzent, den wir dort setzen in diesem Gesetzgebungsvorhaben, wollen wir deutlich machen, dass wir keinen verloren gehen lassen, dass wir alles daran setzen, um jedem Menschen in unserer Gesellschaft, mag er sich noch so schwer tun, eine Perspektive aufzuzeigen und diesen Menschen zu helfen. Denen, die kaum noch einer hilft, um die kümmern wir uns jetzt. Meine Damen und Herren, das ist eine andere Töne, das will ich gerne zugestehen, als die sozialpolitischen Töne, die die Linken anschlagen. Uns geht es nicht darum, Hilfesysteme zu zerschlagen, sondern bestehende Hilfesysteme so zu nutzen, dass sie als Hilfe bei den Menschen ankommen. Hartz IV muss nicht abgeschafft werden. Hartz IV muss immer wieder als lernendes System verändert werden. Wir müssen den Menschen eine Perspektive geben. Und diese Perspektive lautet, wir lassen keinen durch soziale Netz fallen. Wir wollen den Menschen helfen. Das ist unser Anliegen und dem dient auch dieser Gesetzentwurf. Ich danke Ihnen sehr. Der Kollege Strengmann-Kuhn.